Ja gut, ich meine, ich wohne im Thälmann-Park. Ich bin natürlich sehr Thälmann-Park-patriotisch. Unser See, unser Denkmal, unsere Wege, unsere Reinigung, unser Wald, unsere Eichhörnchen, unsere Plansche. Und es gibt ja jetzt diese künstlerische Kommentierung. Und ich habe mir, der ist so ein Objekt ist, da könnte ich hatte schon so viele Ideen damit. Also zum Beispiel hätte man ihm einfach eine riesige Maske anziehen können während Corona, weil er da so prominent steht und eben diese Faust direkt. Ja, und dieser freie Platz, und das ist so schön, weil der wird so genutzt. Also zum Beispiel marschieren da jeden zweiten Tag marschiert eine, weiß ich nicht, koreanische Gruppe von Frauen, marschieren sie über den Platz, exerzieren so richtig über den Platz. Dann ist Donnerstagabend ist immer so ein Tanzkurs von Salsa oder sowas, so, wo man die Schritte können muss. Da tanzen dann also bestimmt so 7, 8 verschiedene Paare, tanzen da immer. Abends sitzen Jugendliche da, hören Musik, am Wochenende sind Demos. Das ist ein total schöner Platz.